Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um Action. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Ich teste die Actionkamera Epermann A80. Es handelt sich um eine 4K-Kamera mit einem sehr günstigen Preis. Für den Test habe ich mir folgende Parameter näher angeschaut. Auflösung in Full HD, 2K, 4K, Schärfe, Belichtung und Farben. Die Lowlight-Eigenschaften und natürlich auch den Ton. Die Ausstattung und Nutzung von Zubehör, insbesondere von GoPro-Zubehör und natürlich die Verbindung mit der dazugehörigen App. Im ersten Test geht es um die Auflösung, die Anzahl der Frames, Bildschärfe, Belichtung und Farben. Der Hersteller gibt an, dass die Kamera eine Auflösung von bis zu 4K kann. Schaut man ins Optionsmenü, ergeben sich folgende Einstellungen. Hier sind dann später insbesondere die Auflösung Full HD mit 60 Frames, QHD mit 30 Frames und Ultra HD mit 24 Frames. Um flüssige Actionaufnahmen zu garantieren, bieten sich nur Einstellungen ab 60 Frames an. Die Kamera habe ich an dem Segelflieger mit einem Saugnapf von GoPro am Höhenleitwerk befestigt, hält bombenfest. Die Kameraautomatik, die die Belichtung regelt, hat in diesem Beispiel relativ gut funktioniert. Grundsätzlich habe ich alle Einstellungen auf neutral gelassen. Die Farben, Schärfe und Stabilität des Bildes sind aus meiner Sicht vollkommen okay. Mit 60 Frames sind Zeitlupen gut möglich, wie man hier sieht. Im nächsten Test habe ich die Kamera auf meiner Motorhaube befestigt. Auflösung ist hier QHD, das heißt 2560 x 1440 Pixel mit 30 Frames. Alle anderen Einstellungen sind gleich geblieben. Farben, Schärfe, Stabilität des Bildes sind wieder okay. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die höhere Auflösung deutlich sichtbar ist, denn das Bild läuft nicht mehr ganz so flüssig. Das liegt wahrscheinlich daran, dass hier nur Aufnahmen mit 30 Frames möglich sind, so dass bei höheren Geschwindigkeit das Bild nicht mehr ganz so flüssig läuft. Im letzten Test waren dann die Einstellungen UHD, also Ultra HD, sprich 4K-Aufnahmen. Auch hier habe ich das Gefühl, dass die Aufnahmen mit 24 Frames für Action nicht geeignet sind. Um herauszufinden, ob hier wirklich Ultra-HD-Aufnahmen generiert werden, habe ich mir im Nachhinein die Clip-Eigenschaften angeschaut. Und hier stellte ich fest, dass der Clip nur 2880 x 2160 Pixel hat, anstatt 4096 x 2160 Pixel. Schade, dass der Hersteller 4K hier anders interpretiert. Mein Fazit nach dem ersten Test. Von 5 möglichen Actionkameras vergebe ich hier nur 2. Im nächsten Test geht es um die Lowlight-Eigenschaften und die Tonqualität. Die Filmaufnahmen sind ca. 25 Minuten vor Sonnenaufgang entstanden. Die Auflösung war Full HD mit 60 Frames. Ich habe die Kamera an ein Gimbal-System geschraubt, um einfach eine stabilere Kamerafahrt während des Fluges zu ermöglichen. Guten Morgen, wir zwei haben heute richtig was vor. Es ist kurz nach 5, samstags früh, und wir sind am Flugplatz in Langenlonsheim, um einen Sonnenaufgang fliegen zu machen. Leider sind ein paar Wolken am Himmel, aber ich glaube, wir werden ganz tolle Momente erleben. Die Luft ist noch total ruhig. Links neben mir, das ist der Daniel und er ist der Pilot. Winke, winke, guten Morgen. Die Farben werden etwas blau abgebildet, die Schärfe ist kein Problem. Ein leichtes Bildrauschen ist zu sehen, aber aus meiner Sicht wirkt es nicht störend. Der Ton ist erwartungsgemäß etwas schwach auf der Brust.
Ein störendes Rauschen ist im ersten Moment nicht zu hören. Ist man aber im Schnittprogramm und erhöht die Lautstärke, merkt man schnell, dass es anfängt zu rauschen. Sobald das Licht besser wird, wie hier beim Sonnenaufgang, dann steigert sich sofort die Bildqualität und das Bildrauschen verschwindet. Wir fliegen hier gerade über den Kölner Dom. Das Bild wirkt klar und die Farben natürlich. Die Spiegelung im Fenster ließ sich leider nicht vermeiden. Fazit: Ich vergebe 3 von 5 Action-Kameras, da mir die Farben bei Lowlight etwas zu flau sind und der Ton auch ohne Schutzgehäuse etwas leise wirkt. Im dritten Test geht es um die Ausstattung der Kamera und die Nutzung von vorhandenem GoPro-Zubehör und wie sich die App mit der Kamera verbindet. Im Set ist eigentlich alles enthalten, was für einen guten Start notwendig ist. Halterungen, Klebepads, eine Fahrradhalterung, Schutzhülle für Schmutz und Wasser, ein zweiter Akku, USB-Kabel und ein Helmmontage-Kit. Das alles wird in einem praktischen Transportcase geliefert. Ein Wort noch zu den Akkus. Die Laufzeit ist bei Videoaufnahmen ca. 50 Minuten. Die Ladezeit beträgt ca. dann 1 Stunde und 45 Minuten. Für den Test am Segelflugzeug habe ich den Saugnapf von GoPro genutzt. Das hat sehr gut funktioniert. Auch andere Haltevorrichtungen lassen sich problemlos an der Kamera und den mitgelieferten Haltevorrichtungen befestigen. Die App ZS Anycam steht im Google Play Store bzw. für iOS zur Verfügung und kann kostenlos heruntergeladen werden. Die Installation funktioniert problemlos. Nach dem Einschalten der Kamera kann das Wi-Fi in den Einstellungen aktiviert werden. Hier finden sich dann auch der Name und das dazugehörige Passwort des Netzwerkes. Im Handy wählt man unter den WLAN-Einstellungen das neue Netzwerk aus. Es heißt SportTV. Beim erstmaligen Verbinden ist das Passwort manuell einzugeben. Die Verbindung erfolgt dann ohne Probleme. Nach dem Starten der App verbindet sich die Kamera und das Handy in wenigen Sekunden und man hat sofort ein Live-Bild. In der App kann man unter anderem die Videofunktion oder auch Bildfunktion starten und kann das Live-Bild fast ruckelfrei sehen. Mein Fazit: Ich vergebe 5 von 5 Action-Kameras. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier einfach unschlagbar. Mein Gesamtfazit ist zweigeteilt. Alles in allem vergebe ich 3 von 5 Action-Kameras, wenn der Schwerpunkt auf Bild- und Tonqualität gelegt wird. Liegt der Schwerpunkt auf dem Preis-Leistungs-Verhältnis, vergebe ich 4 von 5 Action-Kameras. Die Ausstattung ist komplett und wenn bereits GoPro-Zubehör vorhanden ist, kann dieses problemlos an der Kamera verschraubt werden. Alles in allem bin ich mit dem Kauf der Kamera und den Bildern, die ich damit machen konnte, sehr zufrieden.
Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.